diese Woche ist es soweit. Wir haben endlich den Gesetzentwurf eingebracht, womit wir den pauschalen 1000 Meter Abstand für Windenergieanlagen komplett abschaffen. Und dazu haben uns einige Fragen aus der Community erreicht. Es gab sehr viel Zuspruch, aber eben auch ein paar offene Punkte. Ich möchte eine Frage, die uns sehr häufig erreicht hat, exemplarisch vorlesen. Wird es einen neuen Mindestabstand geben oder darf so ein Teil jetzt auf dem Baugrundstück nebenan gebaut werden? Und das ist ja eine sehr gute Frage. Was gilt nun, wenn 1000 Meter nicht mehr gelten? Es gibt nach wie vor Regeln für den Ausbau. Das ist mir ganz wichtig klarzumachen. Im Bundesemissionsschutzrecht ist das geregelt. Wir haben nach wie vor die Notwendigkeit, Anwohnerinnen und Anwohner zum Beispiel vor Lärmemissionen und anderen zu schützen. Und deswegen kann man davon ausgehen, dass nach wie vor ein Abstand von der zwei- bis dreifachen Anlagenhöhe immer sicherzustellen ist. Aber jetzt wird eben auf die konkrete Anlage und die konkrete Situation vor Ort geguckt, um das maximale Potenzial für die Windenergie und den Ausbau sicherzustellen. Und das ist eben ein Riesenfortschritt im Vergleich zu den 1000 Meter, die pauschal festgelegt waren. Für uns ist klar, als schwarz-grüne Koalition bleiben wir an dem Thema dran, weil wir wollen den Ausbau der erneuerbaren Energien, der Windenergie und der Solarenergie massiv beschleunigen. Wenn ihr weitere Fragen zu den Neuerungen für die erneuerbaren Energien habt, könnt ihr gerne auf dem FAQ auf meiner Website vorbeigucken oder verfolgt uns hier weiter auf Instagram.